Hi, mein Name ist Daniel und herzlich willkommen zum allerneuesten PUBG-Video. Dieses PUBG-Video ist was ganz Besonderes, denn ich werde euch einen Wallhack geben. Ja, ihr als Zuschauer bekommt einen Wallhack geliefert von mir. Stellt euch Folgendes vor. Es gibt in PUBG die Möglichkeit, dass man ein zu Ende gespieltes Spiel in der Replay-Funktion ansehen kann. Wenn man in der Replay-Funktion ist, werden dann alle Gegner, die zu dem Zeitpunkt, wo man das Spiel eigentlich gespielt hat, auf der Minimap angezeigt. Und ich dachte mir, wäre es nicht eine coole Idee, die Minimap im Videoschnitt herauszuschneiden aus der Replay-Aufnahme, die ich 30 Minuten lang aufnehmen musste, und dann die Replay-Minimap auf meine Minimap zu legen, währenddessen ich das Spiel gespielt habe. Das bedeutet also, wenn ihr gleich das Video seht, ist links unten ein ersetzter Kill-Counter, sodass ihr die ganze Zeit seht, wie viele Kills das Team hat, aus der Replay-Aufnahme. Und rechts unten seht ihr die Minimap, ersetzt mit der Replay-Aufnahme, damit ihr die ganze Zeit die Minimap des Replays habt. Das bedeutet, ihr könnt alle Gegner um mich herum sehen. Mit anderen Worten, ihr als Zuschauer bekommt Meta-Informationen geliefert, wo sich jeder Gegner um mich herum befindet. Die Information hatte ich selbstverständlich nicht, als ich die Runde live gespielt habe, aber die habt ihr jetzt als Zuschauer. Mit anderen Worten, ihr könnt abwägen, wo wartet der nächste Gegner auf mich, wann gibt es das nächste Engagement, an wie vielen Leuten sind wir eigentlich vorbeigelaufen, weil sich irgendwelche Leute versteckt haben. Meiner Meinung nach ein ziemlich interessantes Feature und ich möchte es einfach mal testen. Ihr könnt gerne dazu in den Kommentaren schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und ich denke, es ist immer ein guter Schritt, wenn man ein bisschen daran arbeitet, die Videoqualität zu verbessern. Und Muna 7, ja, tut mir leid, wenn ich so ein bisschen auf meine eigene Brust klopfe. Es geht nur mal darum, dass die bestmögliche Qualität hier abgeliefert wird. Und ich denke, damit gehen wir einen guten Schritt weiter voraus. Außerdem gibt es mehrere Perspektiven in diesem Video. Gelegentlich zeige ich euch meine Perspektive, gelegentlich zeige ich euch Georgs Perspektive. Wer ist Georg, fragt euch jetzt sicherlich. Georg ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns seit mehreren Jahren, haben uns das erste Mal auf der Gamescom im Real Life gesehen und kennen uns seit, ich glaube, 4 Jahren jetzt schon aus der Arma 3 Battle Royale Mod. Für den Fall, dass ihr euch jetzt denkt, wow, Arma 3, what the fuck, ich will PUBG. Ja, aber die Arma 3 Mod war der Ursprung von PUBG, okay? Mit anderen Worten, PlayerUnknown hat zuerst die Arma 3 Mod gemacht und ist dann von der Arma 3 Mod auf die Idee gekommen, wie wär's, wenn ich ein Standalone-Game mache, und hat dann PUBG gemacht. Also Georg und ich sind absolute Veteranen, wir sind alte Hasen, was das angeht, sind auch beide schon ein bisschen älter und haben eine super Runde hingelegt. Also wenn ihr möchtet, nehmt euch bitte die Zeit, bewertet das Video, wenn ihr möchtet, kommentiert das Video, was ihr von dem Feature haltet und ja, ohne viel zu quatschen, los geht's. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah doch, ein Team kommt direkt mit uns. Ja, ja, genau. Oh shit, oh shit. Versuch mal ganz hinten rein zu fliegen. Ich lande hier oben am Dach, dann runter. Der macht vorne links. Also von dir genau, neben mir ist einer. Er boxt mich. Hast du was? Shotgun. Hab nur ganz kleine Hits gegeben. Wo ist denn der kleine Raum hier vor dir? Ja, ja, da sind zwei drin, glaube ich. Pass auf. Oder nur einer? Oder gar niemand? Einer knockt. War der bewaffnet? Ja. Dann ist in der Garage, 100%, pass auf. Den nicht in der Garage. Du musst weitergelaufen sein. Hier vielleicht? Gut, wie hält er denn? Willst du mal zurück, Georg? Oder wollen wir hier gucken, ob er hier zurück ist? Loot mir durch nochmal hinten. Ich muss kurz gucken, ob er hier ist oder nicht. Hier ist er, bei mir, Georg, komm her. Okay. Er hat keine Waffe, ja. Aber er läuft nach rechts. Doch, er hat eine Waffe. Okay. Er ist an der rechten Seite da. Warte, mir. Ja, pass auf, der ist in der Ecke irgendwo. Ja. Hast du ihn? Ah, oh, nice. Ja. Ja, genau, war doch hier. Kommt noch einer von hinten, Osten, Osten, Osten. Oh ja, shit, ich hab's gerade gesehen, viel zu spät, Alter. Hab gerade erstmal geguckt, wo Osten ist. Einer genockt. Der Schritte bei mir. Der close? Ja, das ist close, das ist close. Oh mein Gott. Der ist in der Garage, rechts, 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 ja. Hab ihn. Nice. Dude, ich hab gerade Steps gehört, Georg, und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, Mann. Ich dachte so, Dude, erstmal, du hast gesagt Osten, 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 ich drehe diesen Kompass die ganze Zeit, denk so, wo ist denn Osten? Und dann sehe ich plötzlich, wie die da sind und die töten mich fast, Mann. Was geht, ey? Oh, der hat ein First Aid Kit. Was? Nimmst du die VSS? Nee, Mann. Willst du die? Ich nehme die, ja. Ja, warte, ich habe die Munition dafür mitgenommen. Ich habe zwei Sachen, die ich dir geben kann. Das hier und das hier. Oh, stopp mal, warte mal. Kannst du mir ein bisschen davon abgeben? Mir fällt gerade auf, ich habe nur UMP. Okay. Natürlich. Oh, danke schön, ich darf einmal nachladen. Das ist so gütig von dir. Du musst ein Mate. Dann. Hier, ja. Ich wollte noch was zum Heilen, wenn du was hast. Das ist eine MK14, was ist das denn? Ich hab das Extended Mag gebraucht für meine VSS. Achso, ja, ich wusste gar nicht, dass ich das
gleich wegpacken. Ich glaube, nee, nehmen wir die Shotgun. Jetzt müsste hier safe sein eigentlich. Jetzt können wir hier looten. Ja, aber du hörst ja, ne? Da sind auf jeden Fall noch ein paar andere Leute. Ich werde mal die Cap wieder aufsetzen, Ring, okay? Tut mir leid, Bruder. Ich fühle mich so unwohl ohne Cap. Und ich bin, meine Stirn ist so exposed. Und ich weiß doch, Leute, immer wenn ihr meine Stirn seht, dann passieren schreckliche Dinge im Chat. Die Frage, willst du jetzt wirklich zu den Baracken gehen? Zone ist drin, ne? Schon ekelerregend, wir können einfach abhauen. Nee. Dann lass einfach zu den Baracken gehen. Wir machen hier fertig. Machen wir hier fertig. Welche zuerst, die linke? Ich glaube, die. Ich glaube, wir gehen einfach hoch, oder? Nee, erstmal unten checken. Echt? Okay, warte, ja. Ich guck nur einmal kurz oben, ja? Nur ganz kurz. Aha. Hier oben, zwei oben. Leute oben! Oh! Hopper gleich ein. Gut, die M. Warum ist die Waffe so weird? Ich hasse die Waffe! Und 55 läuft danach bei den Wänden. Hat Hits, aber nur einen. Dude, ich hasse die Waffe jetzt schon, ne? Die, hier ist eine Weste oben, George. Danke. Okay. Ich bin fokussiert auf die. Mein Ding. Und das. Oh, hier, der läuft hier außen. Außen an der Mauer entlang. Der will den Berg hoch. Tot. Gut. Nee, Alter. Boah, ich hab erstmal gerade. Ich will nicht drüber sprechen, okay? Aber die wird auf jeden Fall gleich ersetzt. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Zwei Helme unten. Ersetzt wie so ein untreues Pferd. Zwei Helme, okay. Wollen wir aufs andere Dach drauf gehen, wo die beiden Boys sind? Ja, hier ist ungelootet komplett von mir unten. Wirklich? Im ersten Stock sind mehrere Zweier Helme. Okay. Ich bin mit einer Erwartung gerade an die Mini rangegangen, Alter. Okay. Tut, hättest das sehen müssen, das war erbärmlich. Das war wirklich erbärmlich. Ja, das ist ganz eigen geworden. Die waren mal richtig gut. Ja, haben sie irgendwie so. Also haben sie irgendwas mit Recoil gemacht oder so? Eine Feuerrate auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Ich habe gedrückt, wie ich halt gedrückt habe, sozusagen damals. Komm, warte. Oh, ja. Come on, quick, Daniel! Er ist stehen geblieben. Ja. Üble Hits, alle. Was ist los? Er muss wieder heilen, damit getroffen. Big Link. Einer aufgemacht. Wow! Brudi, es geht, Alter! Nice. Fuck, Alter, ist ja geil. Das war richtig gut, Mann. Die erste Granate lässt das Auto explodieren, die zweite Granate tötet den Typen beim Flüchten. War natürlich geplant, Georg. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Sehr stylisch. Dankeschön. Ey, der hat auch eine gehabt, Georg. Warst du 762, oder? Nee. Alles gut. Das ist cool gewesen, Mann. Schönes Early Game. Was hast du denn jemand Energy? Ja, du kannst den noch looten. Ja, stimmt. Ich bin komplett voll eigentlich, glaube ich. Ja, der hat. Ja. Oh, du, da ist einer. Das Magazin. Deswegen ist er so schnell gelaufen. Ja, der wollte die Goodies in Sicherheit bringen. Und hat die Dinge jetzt mitgenommen? First Aid? Was? Was sagt dein Killkonto? 3. 6, 9. Nice. Gut, Early Game mit 9 Kills raus. Ah, niemals. Niemals, Georg, Alter. Georg, Alter, damals, als wir Arma 3 gespielt haben, Arma 3 Battle Royale, also quasi der Ursprung dieses Spiels hier, ja, warst du definitiv der beste Spieler. Ungelogen, Mann. Es gab niemanden, der so gut war wie du. Ich hatte Angst vor dir. Das höre ich jedes Mal mit dir. Ja, weil ich das so meine. Mal rüberfahren, das hast du. Ja, natürlich. Ich bin mir schon mal drüber gefahren, kannst du mich erinnern? Das ist ziemlich lang her. Das würde ich sehr gerne wissen. Da vorne im Hinterhalt? Der Brückenplastik nachher. Hi, I'm a professional driver. Komplett safe. Ja, Mann, bist du? Cool. Wo sind Gegner? Ja, wir müssen einfach mal irgendwo stehen bleiben kurz.
Okay, warte. Oh, da wo? Südöstlich, glaube ich, war was. Schüsse oder Bewegung? Ja, Schüsse. Oh, das ist die Crate. Da, da ist der Crate, ja. Der kleine Spieler. Doch, am Turm direkt, siehst du den? Ja. Schall dann. Gut gemacht, Alter. Sicker Headshot auf jeden Fall. So viel zum Thema Carried, ha? Huh? Ja gut, der ist stillgestanden, ne? Ja. Auf der rechten Seite wird er reviven gleich. Ja, push direkt dran. Same. Ich mach Nade gleich. Ja, ist reingeraubt, glaube ich. Meinst du? Wir waren hinten dran. Und eine rein. Ja, links aushalten, Sonne. Oh, ich wurde von einem anders angeschossen, Georg. Ich muss pushen. Von hinten. Hat er links eine Nade? Ja. Oh. Der ist hier drin. Einer drin. Außen genockt. Oh, ich bin ausgenockt. Der ist drin, Georg. All eyes on you. Bester Spieler der Welt. Boosted, Alter. Nice, Mann, danke. Ich wurde aber von hinten gerade angeschossen, Georg, deswegen habe ich ein bisschen Panik geschoben. Muss gut aufpassen. Deswegen musste ich überhaupt so weird darauf zupushen, weißt du? Ich glaube, die kommen auf uns zu. Gehen wir nach oben, ja? Ja. Am Kompan dran sind die. Okay. Also an der Tür direkt muss das sein. Ja. Ich bin den gleich, glaube ich. Klar, Moment. Du hast einen genockt? Wie sick ist das denn bitte, Georg? Dead. Der ist dead? War der alleine? Ja, da ist war der andere Überlebende von denen. Zwei Leute sind noch in der Ding drin. Im Haus. Kein Helm. Direkt südlich. Nice, guter Helm. Direkt südlich. Hm? Südlich, da unten, ja? Ja. Genau. Haben wir ein Auto eigentlich in der Nähe? Ja, wir haben hier geht ein Auto direkt neben uns. Ja, es geht noch. Hier ist auch noch eine Menge Leichen, die du noch angrabbeln kannst, ne? Wo hast du den genockt? Der ist oben drin genockt. Im Haus, ja? Wo wir dran fahren? Ja. Komm. Baby. Sigma. Kann man über das Dach irgendwie hochspringen oder so? Auf das Gebäude? Schon mal ausprobiert? Oh shit. Beide tot. Nice. Gute Arbeit, Georg. Donuts. Wie bitte? Ich sagte, gute Arbeit, Georg. Hörst du? Ja. Okay, gut. Wollte nur sicher gehen, Georg, weil gelegentlich Bomben fallen. Dude, Alter. Wer auch immer da zuständig war, ne, der an dem Mixer saß und gesagt hat, yo, das ist laut genug. Weil das ist schön realistisch, dann fühlen die Leute sich wie im Krieg oder so, ne? Mhm. Der Typ gehört auf jeden Fall ausgepeitscht, Alter. Definitiv. Ja, also da haben sie irgendjemand rangelassen, ey, der vielleicht, keine Ahnung, oh, ich hab Adobe Edition und jetzt mache ich mal die Bomben so laut wie im Real Life. Bro, Alter, come on, die können ein bisschen leiser sein. Ich muss nicht mal einen Hörsturz bekommen, nur weil die Dinger fallen. Hier liegt noch vierfach, ne? Das ist wahrscheinlich schon, gell? Ja, hab ich schon, dankeschön. Gute Arbeit, Mann. Okay, let's go. Oh, damit fahren? Oder magst du lieber Autos? Magst du ja, Autos, ne? Ja, ich kann mal. Dankeschön. Wohin geht's? Hast du Plan? Okay, was? Ja, wir können eigentlich bis zum Wollen zum wir bei der Farm kommen. Rumchillen? Weil die kommen bestimmt alle hier noch in den Farmgebieten und so. Sind auch noch offen. Wir fahren zum Marker, komm. Zum roten Marker? Ja, schauen wir mal vorbei. Oder kurz. Zum gelben, roten, ja? Okay. Ja. Meinst du, da oben wird jemand chillen oder was? Oder meinst du, in den Häusern wird jemand chillen? Das ist ziemlich beliebt. Okay. Ja, oben drin im roten Haus. Mich enttäuscht habe. Bin mir ziemlich sicher eigentlich. Meinst du, das sind so zwei Hauschiller? Hier ist ein Fahrzeug drin, Georg. Ja, sind zwei Hauschiller. Hier ist er. Tot, der war alleine. War alleine? Ja. Bin mir 100% sicher, dass er im anderen Haus einer ist. Gib mir eine Sekunde Zeit, Georg, muss man kurz mal ein bisschen Boost geben. Nicht ausgenockt werden, wenn er irgendwie scheiße liegt, okay? Ich brauche echt kurz Zeit. Ich will nur sicher gehen. Ich bleibe
Position jetzt. Jo. Der hat mir einmal gegen den Kopf geschossen, Mann. Keine Ahnung, der muss. Ich hab ihn unten gesehen, glaube ich. Lass es mal reinkommen. Gut. Keine Ahnung, wie ich hier am besten schießen soll. Also, du sagst, da ist jemand drin, ja? Ja, sie zu überprüfen. Dude, nein! Please wait! Also, ich höre nichts steppen und unten sehe ich nichts. Da kann nur wenn oben sein. Lass mal. Du musst kurz unten chillen, also unten checken, ja? Und dann. Und ist, unten ist gecheckt, also das ist gepaart. Nee, scheiße, ein Toter. Aha. Hat er den gekillt jetzt noch? Nee. Nee. Ja, dann ja. Lass mal rübergehen, den Typen looten und lass weiterfahren. Das ist ein komischer Winkel, wie wir jetzt reinfahren müssen oder wo die Zone endet. Also der Highground ist voll drin. Ich fahr mal hier rechts so leicht. Weißt du, ich fahr mal ein bisschen außen rum sozusagen, ja? Hier so. Ja, passt. Wollen wir raus oder willst du weiterfahren? Ja, ich würde hier aussteigen in den Stein. Oder hier, ja, ich nehme den Wagen mal mit. Ja, mach das. Hast gehört, bei den Häusern chillen die. 100 Pro. Sollten hier mal hier Richtung Süden, ja genau. Lass mal die Buttfuck-Bohrhäuschen kurz checken, ja? Kannst du mal kurz mich decken, während das nicht einmal kurz anspringen, wenn die Tür aufgeht oder wo der Shotgun steht oder so passiert? Ich schau auf die Tür einfach. Nichts. Man soll ich nichts zu sehen. Dann kommen zwei Leute, 110. Kommen hinter uns rein gleich. Na, fern? Hier auf dem Marker. Ah, hinten? Okay. Warte mal, hast du das? Ja, da schießt was von uns. Musst ein bisschen weiter links laufen jetzt. Weiter links laufen. Ja, siehst du die noch? Nee, nee, die sind hier vor mir irgendwo. Warte hier auf dich. Werden die nah sein? Ja, ne? Ja, die sind jetzt super nah. Ich werd. Oh Gott, boah, ich wurde getroffen, ich hab mich so erschreckt gerade. Wie viele? Einer ist knocked. Der dead. Alle? Ja. Nice. Der hat einen Gilly, deine Typ. Ja, willst du haben? Kann ich ihn innen lassen? Ah, ne, ach, ich hab ja Dingens. Ich hab ja gar nicht mehr. Du hast ja gar nicht deine Jacke an. Nee, so ist gut, kannst du haben. Nein, nee, ich nehme ihn nicht. Ich weiß nicht. Echt nicht? Ja, dann nehme ich ihn. Nee, einfach nur wegen Stylepunkten. Ich wurde auch gerade einmal angeschossen. Ich weiß nicht, wo die Leute sind. Die waren hier bei 50 so die Gegend. Im Wald unten. Ja, gut möglich. Oh, erstmal in die Zone rein. Silence geschossen. Ja, fahr mal. Oder nee, lauf mal einfach. Lauf mal. Ja, der schießt schon wieder. Das ist auf dich? Ja, das war jetzt gerade auf mich. Ja, ja, ich sehe ihn laufen, Check. Ich sehe ihn, ja. Oh, der läuft auf eine Fläche. Lockt er noch? Hab einen getötet. Nice, beide tot. Nice. Die Auge. Autofeuer gerade mit vierfach gerade geschossen da. Wirklich? Und du hast getroffen? Ja. Zuverlässig? Sehr zuverlässig. Ich hab gerade jemanden durch 20 Bäume umgebracht. Also, da war übergestrüppt. Ich hab einfach weiter getraced. Du hast immer weiter gelaufen. Siehst du ihn da auf 100, 250? Nee. Ja, nice. Tot. Nice. Randale Clan YouTube. Rip. Ich weiß nicht, ob ich zuerst schießen sollte oder zuerst callen sollte. Da bin ich mir immer unsicher, was das angeht, ey. Wollen wir hier links hochgehen? Am besten beides gleichzeitig. Ja. Lass mal hier so hoch, so südwestlich. Und lass, wie gesagt, das jetzt immer aneinander kleben, ja? Und lass schauen, ob hier noch irgendwas kommt. Wir können auch ein bisschen langsamer machen. Ja, auf jeden Fall sollten wir es langsamer machen. Wir fahren gerade im zweiten Gang 150, weißt du, was ich meine? Komm, lass uns die Links holen. Lass uns die Links holen, die sind irgendwo da. Ich glaube nämlich, wir haben wirklich alles getötet, was von da rauskam. Setz dir an. Oh, guck mal, bei den gelben Häusern ist einer. Weißt du? Bei gelben Häusern da. Logischerweise. Und einer weit rechts. Bald rechts holen. Lass ihn erst weit rechts holen, so. Ich glaube, das ist mega nice, ey. Ich glaube nicht, dass die. Ich meine, die rechnen bestimmt damit, dass geflankt werden könnte. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt mit uns rechnen. Nee, Mann. Seht ihr? Siehst du auch? Ja, am Baum. Go. Hab einen gekillt. Was? Dann ist er oben am Baum, rechts vom gelben Haus. Super low. Come on, connected. Knocked. Hast du ihn? Oh, danke. Ja. Komm, lass sie pushen. Keine Ahnung, was ein Mate ist. Ah, der wird da irgendwo hinter dem Baum. Denk dran, Third Person, Baumgammeln und so weiter, super duper gefährlich, ne? Mhm.
Wir laufen gerade quer durch den Kreis. Ja. Der ist da vorne am Baum. Oh nein, 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 oh, ich muss ja nicht. Welcher Baum ist das? Direkt der Baum. Ja. Nice. War das deine Nate? Ja, meine. Okay. Ja, ich hab halt auf den Baum geworfen, ne? Sorry, gut, dass du gefragt hast. Ich hab nur was gehört. Die Nate hat mich fast umgebracht, Alter. Ja, Alter, bester Spieler. Das war gut, ey. Let's go. Lass direkt da hinlaufen. Siehst du ihn? Ja, ja, 250. Golf ist nicht Kohlen, aber der war definitiv. Der ist jetzt hinter dem. Ja, das sind die letzten beiden. 250, 260. Naja, okay. Also leicht rechts sozusagen, leicht rechts Tendenz. Ja, die könnten ja links tendieren, dann laufen wir einfach mal. Mhm, dann lass auch links rüber. Macht auch mehr Sinn. Hoffentlich steht hier niemand bereit. Auf, die sind vor uns, ne? Ja, läuft einer, siehst du ihn am Stein? Warte mal, wir müssen beide sehen, würde ich sagen. Der muss ja laufen, der muss laufen, der Typ. Ja, ich schau mich gerade um hier. Vielleicht revived er gerade, kann sein. Möglich, ja. Nee, läuft er rechts wieder? Ja. Ja. Willst du schießen? Ja, machen wir. Hat Hit. War alleine, ne? Ist knocked. Knocked, ja. Muss sein, vielleicht doch am Stein dann. Eventuell, ne? Einem Netz. Tot. Nice, Mann. Okay, du musst mir jetzt sagen, wie viele Kills du hast, Georg. 13. Ich hab 12! Wir haben 25 Kills gemacht, Georg. Wir haben ein Viertel des Servers getötet, Mann. Das war super, Alter. Und ich sag's nochmal, Georg ist der beste Arma-3-Spieler in der Dachregion gewesen, weil er aus Österreich kommt, okay? Das war gut, ey. Das war schön. Schöne Runde. Third Person ist echt eine angenehme Abwechslung, wenn man die ganze Zeit immer nur First Person tryhard und einfach mal so ein bisschen Spaß haben kann, weißt du? Ja, solange nicht irgendwie ein Pro-Gamer drauf ist mit Third Person. Ja, oder ein Hacker, ne? Muss man da mal so sagen. Ja, stimmt, na klar, wenn du natürlich. Ja, wenn du natürlich den richtigen Trial triffst, dann bist du tot, ja. Aber wir sind eigentlich ziemlich rumgelaufen jetzt auf die ganze Zeit. Also mit anderen Worten, wie hat's euch gefallen? So, ich bin auf Toilette, okay?